Ja, ich begrüße euch. Das hier wieder die Axt im Walde. Diesmal aber nicht mit The Forest, sondern wie ihr ganz gut sehen könnt, mit Stranded Deep. Heute neu erschienen. Und ist hier ein brandneues Survival-Spiel. Auch im Early Access. Und ich habe es mir auch schon ein bisschen angeguckt. Ist recht interessant, auf jeden Fall. Und lässt sich auch viel machen, aber ich sag ganz ehrlich, da muss auch noch viel rausgefunden werden. Ja. Optionsmenü. Gibt's einen ganzen Haufen allerhand Dinge, aber auch noch zum Freischalten. Und ich gehe es hier auch direkt an mit einem neuen Spiel. Ich führe euch das mal vor. Hier leider nicht hineingehen. Man sieht auch nicht wirklich, was draußen passiert. Und hier ist auch schon quasi das erste Mal, wo man was craften muss. Da komme ich aber dann in Kürze drauf zu sprechen. Mit der Tab-Taste machen wir hier direkt das Inventar auf. Und hier sieht man auch direkt, 8 Plätze sind frei, mehr geht nicht. Und mit der linken Maustaste zünde ich hier einfach mal den Martini an, nehme ihn mit der Taste E. Und sag mal, Prost, ja, wir lassen die Reise in einem pazifischen Ozean beginnen, hocken uns aber vorher noch hin. Nach einer kurzen Ladesequenz sind wir auch mittendrin. Wir haben hier auch schon Besuch von unserem Kollegen. Das ist ein Tigerhai. Ja, die sind mit Vorsicht zu genießen. Der hat uns auch schon hier in unserem Rettungsboot entdeckt. Und ich nehme hier mal direkt die Paddel in die Hand. Zur nahegelegenen Insel paddel ich mich gleich mal durch, ne? Wir haben hier jetzt auch, wenn wir dann das Inventar aufrufen, ein bisschen mehr dabei, das hier ein Messer, eine Flasche zu trinken und ein Feuerzeug. Gut, das war vorher schon dabei. Und ja, mit den Kollegen ist hier natürlich vorsichtig umzugehen. Ich möchte nicht sagen, dass die aggressiv sind, ja, aber... Ich will es auch nicht unbedingt ausprobieren. Das Messer ist auch ganz gut. Ja, man könnte sich verteidigen. Das heißt, wer Geduld hat, gut unterwegs ist und auch den Angriffen der Haie trotzen möchte, der kann hier mal frei mit dem Messer zulangen, wenn er nicht hier was anderes schon hergestellt hat. Ja, ja. Genau. Eine Krabbe haben wir hier auch gesehen. Oh. Ja, nee, nicht jetzt Tendenzen wie in The Forest annehmen.
Ja, das passiert hier auch in einem Let's Play oder kann passieren. Jetzt ist er hier irgendwo unten drin, der Hai. Ich denke mal, ich gehe hier kurz ins Wasser zurück, damit er mich auch finden kann. Ja. Da ist er wieder. So, Hai, du bleibst jetzt bitte, wo du bist und nicht hier in die Insel rein. Ja, doch. Ja, ist komisch. Ist wirklich komisch. Ich denke mal, wir haben hier auch einen der ersten Bugs. Auf der Insel gibt es hier allerhand verschiedener Dinge. Grundlegend ist ganz wichtig, der eine oder andere hat es vielleicht gelesen, die Oberfläche für den Spieler ist recht minimal gehalten. So ist das auch wirklich zu verstehen. Komplett weg. Ja. Das heißt, Taste F gedrückt halten bringt hier den BP. Survival Watch. Wir haben hier noch keinen einzigen Tag überlebt. Es ist, ich sag mal, ungefähr 9:30 Uhr morgens am 20. Juli in der Temperatur von 108 Fahrenheit US-amerikanischer Anzeige. Ja, wir nehmen hier einen Stein mit. Die Items, die lo Oh, noch ein Hai. Und alle hier irgendwie komisch unter der Insel. Ja, das ist natürlich nicht gerade optimal. Im Hintergrund sind auch schon andere Inseln zu erkennen. Teilweise sieht man vielleicht irgendwo was aus dem Wasser ragen. Oder hier auch so brüchige Teile. Steine sind hier auf jeden Fall essentiell. Ja, die Musik nervt mich jetzt ein bisschen. Die kommt nämlich immer, wenn hier die Haie einen entdeckt haben. Es gibt hier auch so Yucca-Pflanzen. Die werden öfter mal gekauft. Da bekommt man hier so, ja, Lashes. Hier eigentlich so Schnüre. Damit lässt sich das eine oder andere basteln. Auch Stöcke sind hier wieder mit dabei. Und ja, ich denke mal, wir basteln uns hier direkt mal was Schönes. Indem wir. Ja, wie viele Steine? Zwei Steine. Ich denke mal, das ist gut. Mit zwei Steinen, was lässt sich hier mit zwei Steinen bauen? Mit zwei Steinen lässt sich hier erstmal eine gemütliche Axt bauen. Ja, sogar nur ein Stein. Ich lege den hier hin. Ich nehme mir einen Stock mit, lege den dazu. Wenn ich hier das einen Gegenstand markiere, quasi drüber fahre, das erleuchtet, mit der rechten Maustaste hier gedrückt halte, kann ich den auch durch die Gegend ziehen. Das ist ganz praktisch, wenn ich die hier zusammenlegen möchte, die Gegenstände. Was zum Craften, zum Herstellen von Gegenständen benötigt wird. Ja. Das ist quasi unabdingbar. Dann lege ich einfach noch so ein Stück dazu. Und wenn da hier alle zusammen sind, kommt da so ein eigenes Listensymbol. Oh Mann, Hai, komm, Hai, kommt jetzt hier. Nicht zu mir, sondern von mir weg. Ja, alles nochmal zusammenlegen. Lege ich das auf einen Haufen. Das Listensymbol ist hier. Ich habe ein bisschen zuvor schnell gedrückt. Halte die linke Maustaste gedrückt und will hier einfach eine einfache, ja, einfache. Da roh kann man nicht sagen, aber eine grobe, genau, eine grobe Axt. Baue mir die zusammen, habe die dann auch im Inventar drin. Ich kann hier mit anderen Items, ich denke mal, das sind hier zwei Steine, kann ich mir hier einen Hammer bauen. Der Hammer wird hier benötigt, um teilweise größere oder überhaupt Gebäude zu bauen oder so, ja, einfache Baustrukturen. Wie ein Boot. Da gibt es auch diese grünen Kokosnüsse, die sind hier oben überall drauf. Und man kann auch auf die Palmen draufklettern. Ja, aber Vorsicht, dass ihr nicht herunterfällt, wenn ihr ganz oben angekommen seid oder irgendwo zu hoch seid. Denn dann ist runterfallen angesagt. Der Spielecharakter bricht sich wahrscheinlich ein Bein, ist erstmal hier Energieverlust. Und diese Ansicht bekommt man hier, wenn man die Taste F für die Uhr gedrückt hält. Nochmal draufklickt mit der linken Maustaste.
Einmal Energie, einmal genug gegessen, einmal genug getrunken. Ja. So ein Baum teilt sich natürlich auf in ein paar verschiedene Teile. Und zu Anfangs gibt es hier auch einen Teil, da bekommt man hier diese Fächer raus, ja, die Blätter. Von den restlichen, die muss man erstmal abtrennen, das machen wir hier direkt. Ja, dann ist das abgetrennt, hier so ein Baumstamm. Mit dem kann ich erstmal nichts anstellen, denke ich. Oder vielleicht kommt das noch, wer weiß. Wenn man genügend Baumstämme hat. Und ich hack da weiter drauf ein. Ja, und jetzt habe ich hier einen Haufen Stöcke. Das sind hier, was, 4 Stück? Ja, so wie es aussieht. Genau, 4 Stück. Mit wunderbaren 5 Stück lässt sich hier auch schon das einfache Feuerchen bauen. Ich werfe die einfach mal alle hierher. Und trenne hier noch so einen Baumstamm runter, den wir dann auch zerlegen werden. Genau. So, alle wieder mitgenommen. Und dann packe ich mir hier noch einen drauf, schwupp, und bekomme wieder das Listensymbol. Mir wird vorgeschlagen, ein Feuer will ich bauen, und das platziere ich jetzt einfach mal hier irgendwo. Ja, rot geht nicht, ist klar. Und orange sieht aus, als ob das kein Problem wäre. Linke Maustaste. Hier ist es. Das kann ich dann einfach mit dem Dings hier anzünden. Ja, Fackellichterloh. Ist auch irgendwann Schluss mit lustig, dann fackelt das hier nicht mehr. So, wo war das hier? Ja, ich lege das einfach die letzten 3 Stöcke lege ich mal hierher. Und ich denke mir, wir schnappen uns das kleine Rettungsboot. Ich möchte auch kurz auf eine Reise gehen. Wobei, ich denke mir, mit dem Rettungsboot dauert das ein bisschen länger, das Herumschwimmen. Oh, Stein, wunderbar. Stein kann ich mitgenommen. Das sind hier 3. Und wir brauchen hier erstmal 8, um quasi das Fundament zu bauen. Das gibt es auch hier in Stranded Deep, nicht nur in The Forest. Und das Fundament funktioniert hier, ich sag mal, recht tadellos. Ja. Was bekomme ich hier raus? 4. Brauchen tun wir dann 8. Ja, wie gesagt, zuerst abspalten hier vom Baum und dann hier das einzelne Baumstammstück nach meinen einzelnen Teile zu hacken. Genau. Dann ziehe ich das alles mal hier rüber. Nee, ich will auch keinen Campfire haben. Wie viel sind denn das jetzt? Wahrscheinlich nicht genug. Genau, die gibt es hier auch, die Kartoffelpflanze. Ich denke mal, Kartoffelbraten ist hier auf jeden Fall drin. Ich werfe die jetzt einfach mal hier ins Wasser rein, die schwimmen auch ganz gut. Das waren hier 4 Stück. Brauche noch 4 weitere. Ach genau, da fehlt mir noch was. Da fehlt mir ein wichtiges Element. Nämlich hier, da brauche ich auch einen Stock für. Den lege ich mir hierher. Ein wichtiger Gegenstand fehlt mir. Und ich werfe hier 2 Steine rein. Und einmal die Schnur.
und mache hier den Hammer. Ja, den groben Hammer, den nehme ich mit. Den Hammer brauchen wir auf jeden Fall. Und eigentlich müsste ich die jetzt alle gar nicht hier im Wasser liegen haben. Der Hammer ist quasi hier das Crafting-Element, der Crafting-Gegenstand. Wenn es hier so blau leuchtet, dann kann man hier Gebäude herstellen. Und hier haben wir auch das Fundament, acht Stöcke. Ja, und wenn ich mir das jetzt hier aussuche, kann ich entweder ein Floß basteln oder hier so ein komisches Fundament. Ich weiß noch gar nicht, für was das gut sein soll. Ich denke, das einfach, ja, Fundament. Kann man hier allerhand Dinge anstellen. Ich denke mal, vielleicht hier auch, nee, so geht das wohl nicht, denke ich. Höher? Nee, auch nicht. Ja, aber lässt sich, denke ich, auf jeden Fall gut was machen. Ich möchte hier ein Floß haben. Pack auch gleich mal wieder die Paddel aus, draufgesprungen und ab geht's. Das geht ein bisschen schneller hier. Wir bereisen einfach mal den großen Ozean. Hoffen, dass uns hier die Haie nicht hinterherkommen. Ja, so. Sieht nicht schlecht aus. Von einer Insel zur nächsten. Wir haben natürlich ein bisschen was da gelassen. Auf der anderen Insel. Motor. Ja, da vorne ist wieder einer. Die bleiben nicht aus. Wir können natürlich, wenn wir möchten, auch tauchen gehen. Aber das ist in der Regel nie eine gute Idee. Manchmal springt das hier am Wasser auch ein bisschen rum. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man sich hier in ja, neue, andere Gewässer begibt. Oh oh. Bin ich hier vom Floß gefallen? Ja, entweder das. Wo ist mein Floß? Ja, ich denke mal, das ist nicht so gut. Ich denke mal, das ist keine gute Idee. Da ist es. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Warum verschwindet hier mein Floß gerade eben? Ja, nicht gut. Absolut nicht gut. Ja. Ich denke mal, das hat hier, das ist hier ein Bug. Ja. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ja. Das reicht mir hier auch ohne die Musik. Ohne das Bedrohliche. Ich versuche natürlich hier irgendwie um den Hai immer rum. Beziehungsweise... aus dem direkten Feld hier, aus dem direkten frontalen Feld vom Hai. Ja, was natürlich jetzt absolut nicht prickelnd ist, ist, dass hier die Sonne untergeht und der Mond auf. Das heißt, ich sehe hier an für sich wirklich genau das, was mir jetzt hier nicht dienlich ist. Ja, hilft nichts. Ja. Gehen wir mal volles Rohr auf Risiko. Ich muss hier die Insel erreichen. Immerhin ist das ein Survival Game. Und ich sag mal ganz ehrlich, ich will hier jetzt einfach überleben. Der Hai, der wird mich schon nicht bekommen. Ich bin hier am Ausweichen wie ein Verrückter. Ich weiß zwar nicht, wo ich ausweiche und vor was ich wo wie ausweiche. Aber ich denke mal, das wird hier irgendwie klappen. Ja, und die Musik hat aufgehört. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wie ich das überleben konnte, weiß ich auch nicht. Aber ja, Survival Game. Ja. Da ist einiges los.
Jetzt sind wir hier auch mitten in der Nacht angelangt auf einer neuen Insel. Eine völlig unbekannte Insel, auch mit einem gestrandeten alten kaputten Boot dran. Ich packe hier jetzt einfach mal das Feuerzeug aus. Leuchte mir hier ein bisschen Weg. Ja, ich denke mal, das ging noch mal gerade gut mit dem Hai. Das ging gerade noch mal gut. Ja, Problem ist natürlich, Floß verloren, Rettungsboot weg. Das Rettungsfloß an und für sich. Ja, und das heißt, ich muss hier einfach quasi auf dieser Insel hier neu beginnen. Hab nicht alle meine Teile hier dabei. Aber auf jeden Fall eine Axt und ein paar andere Elemente, die mir gut bei... Ja, das mit dem Schatten funktioniert hier auch noch nicht so ganz, aber ich denke mal, das wird. Und ein paar andere Elemente, die mir hier beim Überleben helfen werden. Wo ich jetzt genau anfange, weiß ich natürlich noch nicht, ne? Ich habe es auch probiert, hier mal was zu braten, aber das habe ich noch nicht so ganz rausbekommen, wie hier gebraten wird, beziehungsweise woran ich erkennen kann, ob das jetzt tatsächlich brät, ob das Fleisch durch ist oder nicht. Ja, ich habe mir ein Hai gefangen. Ja, ordentliches Haifleisch habe ich mir hier direkt mal aufs Feuer gelegt gehabt. War auch ein Kampf, ja. Ist vielleicht unter Umständen nur zu empfehlen, Kampf mit dem Hai auszupacken. Die können sehr schnell sein, sehr aggressiv. Ja, und das ist auch ein schönes Hin und Her, hier den Hai ordentlich gejagt zu haben. Ja, gegessen sollte ich auf jeden Fall werden. Oh Mann, ob ich da jemals wieder zurückkommen kann? Ich will das hier jetzt einfach... Ich möchte zurück. Ja, nach Mitternacht. Den ersten Tag quasi überlebt. Wo ist das hier mit dem Boot? Hier. Und ich denke mal, eine von diesen Inseln wird hier wohl irgendwo sein. Ich möchte hier auf jeden Fall zurück. Ja, ab und an gibt es hier so Bläschen, oder was das ist hier auf dem Meer. Das sind hier, ich denke mal, hier so im Riff. Oh, oh, oh. Ja, flott weiter hier auf jeden Fall. Das sind hier unten am Meeresboden beim Riff so. Ja, und das hier wieder der gleiche Bug. Ich denke mal, das hängt hier damit zusammen. Man hier über irgendeine bestimmte Grenze drüber. Ja, und das wird mich, denke ich mal, das Leben hier kosten.
Ich probiere es hier einfach mit Schwimmen. So gut wie es geht. So weit wie ich komme. Vielleicht hier auch mal ab und an mit Tauchen. Und ich steuere hier einfach direkt auf die Insel zu. Das muss auf jeden Fall ein Bug sein, da bin ich mir sicher. Das hat hier irgendwo wahrscheinlich mit den Grenzen von einem Abschnitt hier, Übergang, Abschnittsübergang zu tun. Von ja, mit dem einen Übergang. Nee, wie war das mit dem einen Abschnitt zum Übergang? Ja, die Abschnitte gehen auf jeden Fall ineinander über und damit wird es wohl zu tun haben. So, jetzt haben wir es hier. Und nicht nur das, wir haben hier auch ein Hai. Der Mond geht hier unter. Dramatische Situation mit Hai im Genick und untergehenden Mond im Angesicht. Oh Mann, Insel, ich komme zu dir zurück. Lass das bitte die gleiche Insel sein wie zu Anfangs. Oh Mann, einfach nur immer schwimmen, schwimmen. Ja, meine Insel. Oh, ich hab dich vermisst. Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir hier. Wie das hier durchscheint. Das sind hier nette Effekte, sind das, jawohl. Ja, da drüben, da drüben. Ich hab's da drüben abgelegt. Abgestellt, abgelegt, ganz egal. Ja, da ist es, das Rettungsboot. Auf das kann man sich verlassen, ne? So, jetzt wird's hier erstmal wieder in Kürze Tag. Und ich denke mir, was wir noch probieren können, ist hier eine Kartoffelpflanze. Ja, dann nehmen wir so eine Kartoffel mit und ich will hier einfach die Kartoffel. Hier ist sie. Die ziehe ich mir jetzt hier rüber. Ja, warum die so rumtanzt? Nee, ich denke mal, die lässt sich ja nicht so einfach ins Feuer werfen und braten, oder doch? Nee, das kann so nicht ganz einfach funktionieren. Ja, Sonne geht auf. Wunderbarer Sonnenaufgang. Und es ist wieder Zeit, dass wir hier ins Rettungsboot steigen. Da ist es. Und langsam oder nicht, Hauptsache, das funktioniert. So, diesmal in eine andere Richtung mit der Axt im Walde durch das erste Let's Play von Stranded Deep. Die Haie sind noch hinter uns hier. Ja, das war jetzt wieder so ein klassischer Wechsel. Und von einem Abschnitt auf den nächsten. Vorne ist ein Hai, wie es aussieht. Oder was ist das hier? Ich steuere das einfach mal an. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wird das ein Hai sein. Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken uns das auf jeden Fall. Muss gar nicht sein. Oh
gut, kein Hai in der Nähe, das ist gut. Oh Mann, oh Mann. Oh ja, das gefällt mir hier gut. Ja, obacht auch beim Tauchen immer wieder hier ein bisschen an die Luft, sonst bekommt man hier so einen Schleier. Wow. Gut, da ist ein Hai, das mir Wurst. Ich tauche jetzt einfach, was das Zeug hergibt. Der soll mir nachkommen, ja. Gut, ich glaube, das tut mir gesundheitlich gerade nicht gut. Auftauchen, schnell. Wo ist der Hai? Oh, da ist der Hai. Du, ich stech dir hier. Ja, ich glaube, den habe ich jetzt ein bisschen verärgert. Schnell wieder weg. Ja, schade ist natürlich, dass hier, wie es aussieht, nichts zu holen ist. Aber das ist eine große Entdeckung. Schönes großes Schiff. Schiffswrack. Ja, wieder schnell drauf hier auf das Rettungsboot. Komm mir hier auf das Rettungsboot geklettert. Wo ist hier die... Ja, so. Und weiter geht's hier. Stranded Deep. Ja. Und ich denke mal, wir haben hier einfach... Oh Mann. Der Hai hat mich jetzt auf dem Kieker. Und ich segne hier gleich das Zeitige. Warum? Weil hier das Rettungsboot, ja, mir auch dauernd vor der Nase hier. Gut. Ja, ich sollte essen. Kann aber nicht. Wo ist der Hai? Wo ist mein Floß? Fakt ist auf jeden Fall, das packt jetzt hier richtig ab, ne? Ich denke mal, der Hai ist weg. Den habe ich verscheucht. Nee, nee. Aber ich habe keinen Floß mehr. Kein Rettungsboot mehr. Oh ja. Das ist echt nicht wirklich zu überleben, ja. Ja, da haben wir es auch schon. Ich müsste an und für sich was essen. Gerade gibt es aber nicht wirklich eine Möglichkeit für mich, was zu essen. Nicht auf an der See. Und wenn mich der Hai hier jagt, schon gar nicht. Jetzt regnet es auch noch. Oh Mann. Oh, oh, oh. Ja gut, ich sehe nicht mehr, wohin das aktuell geht.
Ja, den habe ich erwischt. Das heißt, ich habe jetzt erstmal Ruhe vor dem Hai. Aber ob ich hier lebend noch auf einer Insel ankomme, ist die nächste Frage. Bis ich mir hier ein Essen gebraten habe. Oh Mann. Ja, gut. Bleibt schon noch eine Möglichkeit über. Falls ich es tatsächlich schaffen sollte, hier jetzt lebend auf einer Insel anzukommen, kann ich mir immer noch einen Krebs... ist nicht ganz bekömmlich, aber ein Krebs hier. Du schöne, gute Neune. Ja, Regen, Nebel, nicht gut. Ich sehe ja gar nichts mehr. Ich sehe hier vorne... Ja, nee, 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 nee. Oh, oh, oh. Das ist nicht nur einer. Das sind hier zwei. Ja, wenn jetzt die Sonne wieder kommt, dann wäre das schon mal hier ein Vorteil. Sehe ich da was in der Ferne? Was. Ich denke, ich erreiche eine Insel. Oh Mann, ich komme mir hier vor wie in einem kompletten Wahnsinnsszenario, ja? Wo du wirklich schon Tage unterwegs bist und irgendwo was siehst, aber dir denkst so, nee, das bildest du dir gerade ein. Das bildest du dir jetzt einfach nur ein. Ich weiß ehrlich nicht, wo ich unterwegs war. Wie ich unterwegs war und was ich überhaupt gemacht habe. Wahrscheinlich ist das gerade so, dass ich jetzt hier... Nee, das ist eine ganz andere Insel. Ich dachte schon hier, ich komme hier an, auf einer Insel, wo ich bereits gewesen bin. Oh Mann, wo auch immer ich hier gerade bin. Ja, ich hole mir jetzt eine Karre. Wo auch immer eine ist. Ja, hier. Die nehme ich mit. Gibt's hier auch. Und die habe ich jetzt in der Hand quasi. Die fresse ich einfach. Dann kommt das große... Ja, das große rauswürgen. Oh, weia. Das hilft mir nichts, sehe ich gerade. Ja, mit der Kabel wird man nicht wirklich sieht. Beziehungsweise, ich denke, die ist zum Essen. Ja, ein bisschen. Das ist mir hier jetzt auch gerade ein bisschen zu viel Regen hier, das gebe ich offen und ehrlich zu. Ja. Und deswegen gucke ich, was wir hier noch bauen können. Das ist so allerhand, wenn ich mir das so angucke. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Untergrund. Oh.
heißt, das besteht hier aus 8 Stöcke. Und dann noch 4 weitere von diesen Stöcken. Ich zerteile die hier einfach zuerst mal ganz hoch. Ja, aber das hoffe ich alles. Zuerst muss wir hier der Untergrund wieder gebaut werden. Sollte ich was essen. So. So, das sind jetzt alle weg gewesen. Hier habe ich jetzt eine Foundation. Oh, Gott sei Dank. Ja, und dann mache ich mich hier. Da sind sie. Da ist ein Stick. Ich lege den hier jetzt einfach mal oben drauf. Ja. Support, ne? Was kann ich mit dem Support machen? Oh, sowas. Ja, nett. Erstmal was trinken, Stein mitnehmen. Ja, nicht unbedingt die beste Variante aktuell, aber was anderes als hier eine Krabbe zu futtern, denke ich, bleibt mir nicht wirklich übrig. Ja, hab schon Krabben. Nee. So, und jetzt habe ich hier quasi so einen Support. Und wenn ich dann hier mit 4 Stöcken angerollt komme und 1, 2, ja, hab schon 4. Wunderbar. Und hier den einen, den von oben, den brauche ich hier. Die Palmenblätter. Ja, wird auch schon wieder abends. Hier sind dann auch die Palmenblätter. Ja, Sonne geht unter. Die Palmenblätter lege ich auch direkt mal hier hin. Jetzt kommt wieder der Hammer hier zum Einsatz und ich sage, ich will einmal das Dach haben, das hier. Ja. Und dann gibt es natürlich noch eine Möglichkeit, hier Treppen zu bauen. Nee, wie geht's uns eigentlich? Nicht so gut, denke ich. Genau. Darum muss jetzt hier die Krabbe hier. Hier war die, denke ich.
Ja, hilft nichts, ne? Besser eine Krabbe als gar nichts. Da wird wieder ein bisschen drauf eingehackt. Wir brauchen noch ein paar Stöckchen. So, das sind jetzt drei Stück gewesen. Eines liegt hier noch irgendwo rum, denke ich, hier. Und ich denke mir, da war noch ein anderes Stöckchen hier. Irgendwo war das gelegen. Hier am Boden. Ja. Hier. Nee, ich habe jetzt gerade das Feuerzeug rübergeworfen. Hier. So. Und dann noch den einen Stock dazu. Und irgendwo ist noch so eine Yucca-Pflanze. Hoffe ich. Oder irgendeine Pflanze, die uns hier auf jeden Fall... Ist das? Nee. Seile gibt. So ein Seil. Oh oh. Wieder Essen angesagt. In Kürze. Immer wenn das piept, ist, das habe ich soweit schon mitbekommen, muss man hier irgendwo was essen. Oder irgendwo wird was knapp. So, Steine abgelegt. Wir brauchen hier auf jeden Fall die Seile eher momentan. Und ich gucke, ob das jetzt hier so funktioniert. Oder ob das nicht so funktioniert. Das wäre natürlich eine wunderbare Sache, wenn das klappt. Ja, sehe auch wieder nichts. Eins, zwei, drei, vier. So, wieder den Hammer ausgepackt. Und ich will hier genau einfach eine Leiter hier rauf haben. Ja, das heißt, wir haben hier an und für sich schon die erste Behausung fertig gebaut. Dazu gibt es jetzt noch ein Feuerchen, nettes Feuerchen. Und bevor die Nacht vorbei ist, sage ich, haben wir das Feuer aufgestellt, noch eine weitere Krabbe verspeist. Roh natürlich. Wie sich's für einen wilden Überlebenden aus einem Flugzeugabsturz ohne Kannibalen gehört. Ja. Ja, hack hier jetzt doch mal einen Baum um. Ja, wir müssen auf jeden Fall essen. Das heißt, ich suche hier gleich eine Krabbe. Das Piepen wird sonst, oder ich sag mal, das Piepen ist in den Abständen, wird das auf jeden Fall kürzer und schneller. Da erkennt man dran, dass jetzt wirklich irgendwo ganz dringend was gemacht werden muss. Aber ich habe noch keinen Speer und ich gebe es auch ehrlich zu. Ich weiß nicht, noch nicht, wie man hier die einzelnen Teile von Stein bastelt, herstellt oder baut. Ja, da bin ich noch nicht so weit. Oh,
Ja, die Energie geht hier auch runter, wohl zu viele Krabben gegessen. Und ja, das hilft dem Magen auch nichts mehr. Jetzt können wir nur probieren, dass wir das noch einigermaßen hier irgendwie retten. Ich baue hier einfach mal noch ein Feuerchen. Quasi das, ein Feuerchen dazu. Hier zu unserer neuen Bude, bevor wir hier endgültig drauf gehen. Da hat sich's dann ja, aussurvivalt, ne? Hier war irgendwo noch ein einzelner Stock. Genau. Das geht auch ohne. Zack, Feuer. Zack. Und so sieht das aus. Nette Behausung mit einem netten Dach. Ja, ich sag mal, ich speichere das jetzt einfach mal ab. So, zack. Ja, ich möchte mein vorhandenes Save Game überschreiben. Ich habe hier einfach mal zum Spaß hier im Spiel gespeichert vorhin. Und ich würde auch an dieser Stelle direkt mal aufhören und sagen, ja, das war jetzt meine Vorstellung zu Stranded Deep. So sieht das Spiel aus. Lässt hier wirklich Wunderbares offen und annehmen. Ich denke mal, das wird was werden. Ja, klar, auch The Forest wird was werden. Braucht wahrscheinlich nur ein bisschen Zeit. Stranded Deep läuft übrigens auch auf der gleichen Engine wie The Forest, nämlich auf der Unity Engine. Ist vielleicht, ja, natürlich kann man verschiedene Spiele auf der gleichen Engine so darstellen oder programmieren und designen, dass das nicht so wirkt und man nicht drauf kommen kann, dass das hier die gleiche Engine ist. Aber ich sag mal, die Ähnlichkeiten, die sind markant. Ja, trotzdem ist das hier wirklich ein schönes Survival-Spiel. Es gibt auch keine Gegner, keine bösen Monster, außer hier irgendwelche Haie. Aber in der Regel ist man alleine. Es ist alles hier recht natürlich gehalten. Wie geht's uns? Ja, nicht wirklich sehr gut. Und an dieser Stelle sah ich auch im Scheine des Mondlichtes viel Gutes, viel Glück, viel Spaß und viel Erfolg mit Stranded Deep. Euch alles Gute und ich sage auch mal wieder danke fürs Zugucken. Das war die Axt im Walde. Wie gesagt, diesmal zwar nicht aus dem ursprünglichen Walde, aber aus einem anderen Wald und der nennt sich Stranded Deep. Jo, tschüss, das war eben die Axt im Walde.